Mein Name ist Michael Wilk. Ich bin Arzt und vor allem auch Notfallmediziner. Ich bin seit vielen Jahren, seit 2014, immer wieder in Nordostsyrien, in Rojava. Und mein Statement bezüglich der Invasion und des Angriffskriegs Putins ist natürlich ganz klar. Es ist eine Katastrophe, was da läuft. Es ist ein Autokrat, ein Potentat, der sein Einfluss- und Machtterritorium erweitern will durch eine kriegerische Intervention. Das ist absolut zu verurteilen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Was mich allerdings irritiert, ist, dass der Fokus, der jetzt zu Recht in der aktuellen Situation natürlich auf der Ukraine liegt, dass da wahre Blüten getrieben werden, dass jetzt Prämissen gewechselt werden und Paradigmen gewechselt werden, dass zum Beispiel im Handumdrehen 100 Milliarden locker gemacht werden für Wiederaufrüstung bei einem eh schon sehr hohen Wehretat über 50 Milliarden pro Jahr. Und dass zum Beispiel andere Potentaten, um mal namentlich zu nennen, Erdogan, der mehrfach eingefallen ist in Nordostsyrien, Tausende umgebracht hat mit seinen islamistischen Söldnertruppen und Gebiete besetzt hält und Hunderttausende in die Flucht geschlagen hat, dass Potentaten dieser Art überhaupt nicht im Fokus sind, weder vor noch nach der Intervention in der Ukraine. Und das zeigt die gravierende Doppelmoral dieses Staates und der westlichen Politikerinnen, dass nur Leute kritisiert werden, wo man sich bedroht fühlt, aber andere Potentaten, die genauso autokratisch sind, menschenfeindliche Politik machen seit vielen Jahren, die sind Bündnispartner, die sind Ökonomiepartner oder die haben Flüchtlingsabkommen, die halt dazu beitragen, dass Geflohene nicht zu uns kommen können, sondern an den Grenzen hängen bleiben. Das sind Menschenrechtsverletzungen, die genauso geächtet gehören wie jetzt der Einmarsch in der Ukraine.